Nachdem der Anwalt von US-Präsident Donald Trump das US-Justizministerium aufgefordert hat, die Russland-Ermittlungen unter Leitung von Sonderermittler Robert Mueller einzustellen, feuern nun die Republikaner zurück. Mehrere republikanische Senatoren, darunter Marco Rubio und Trey Gowdy, forderten Trump auf, Mueller endlich seine Ermittlungen durchführen zu lassen. Wenn man unschuldig ist, was den Vorwurf einer Zusammenarbeit mit Russland angeht, wenn es dafür keine Beweise gibt und Sie unschuldig sind, dann handeln Sie auch so. Die Forderung nach einer Einstellung der Ermittlungen kam nur einen Tag nach der Entlassung des früheren FBI-Vizechefs Andrew McCabe. Kritiker werten diese jüngsten Ermittlungen als weiteres klares Zeichen für systematische Versuche Trumps, die Russland-Ermittlungen loszuwerden. Laut dem twitternden Präsidenten eine Hexenjagd. Bei Müllers Ermittlungen geht es um den Vorwurf russischer Einmischung in die US-Wahl 2016 und die Frage, ob es dabei eine Zusammenarbeit mit dem Trump-Lager gab.